Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum Sprüchli-Abend 2015, aufgezeichnet im Hotel Möhren, Zwillisal. Verschiedene Gruppen haben quasi Teppich gelüpft und das darunter vorgeholt, was die einen oder anderen still und heimlich darunter gewischt haben. Der Staub hat tüchtig gewirbelt, die Gruppen haben fleissig gedichtet und zwirbelt. Lassen Sie sich überraschen, was da alles wieder der Weg ans Tageslicht gefunden hat. Achtung, es geht gerade los. Vorab aber noch ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die mit ihrem Engagement ersten Bericht ermöglicht haben. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Hey, sorry, mir hat niemand gesagt, dass ich heute muss fertig sein muss. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Röhrchen hier oben hängt, oder? Ich kann auch nicht zaubern. Und der Stress, der Zeitdruck, oder? Da geht mir eh auf den Sack, oder? Da schießt mich auch richtig auf den Bau hier. Mein Chef da kann auch in den Buckel abrutschen. Hey, komm, jetzt hör mal auf, jetzt musst du nicht so rausgehen, ehrlich. Wenn du den Chef gehört, kommst du ja gerade Kündigung über. Mach nichts. Den Brief komme ich eh nicht über, oder? Da kann mir gar nicht zugestellt werden. Weisst du, auf der Post, oder? Ist nämlich die eingeschriebene Briefe. Da kannst du nur noch zwischen halb acht und acht, Viertel ab acht holen und zwischen halb zwei und zwei. Hey, sorry, da ist unsere Firma am Arbeiten. Oh, gut, da hast du schon recht. Aber kannst du es gleich nicht so ausrufen, nur weil die Arbeit ein bisschen zugenommen hat? Außerdem. Hast du selber nicht auch nicht zugenommen? Ja, leider. Aber ich habe in der letzten Zeit extrem viel müssen essen. Ja, essen? Aber dann kommst du es nicht so schnell so einen Palken über. Vor allem jetzt. Du bist ja immer von Gordobel essen in Leuen. Und der hat halbzeit die Koche zu. Also kannst du dem ja so dran. Nein, natürlich nicht, weisst du. Aber ich will eine Torte kaufen. Die hat 33 Franken gekostet. Habe ich im Fräulein gesagt, können Sie sie bitte noch etwas verschneiden, oder? Da sagt sie, ja, das kann ich machen, aber kostet 17 Franken extra. Was? 17 Franken? Da kann ich ja zum Kronenberg und zwei verstaubte Tortenmesser kaufen für das Geld. Genau.
kann ich mich natürlich auch nicht bieten. B. Zu dem Weib aus, schnurstracks zum Schwägler rufen. Habe dort so eine richtig mastige Schwägler-Torte gekauft. Und ja, das ist jetzt halt das Ergebnis, oder? Alles macht natürlich schon feine Sachen, das stimmt natürlich. Zum Beispiel sein Brot ist auch nach 4 Tagen noch gleich frisch wie du, als du gekauft hast. Nein, ja, es ist hier schon teuer. Hey, nein, beim Schwäger Salis, gibt es nie Brot, das du den Tieren musst verfüttern musst. Hier täuschst du aber gewaltig, ich sag das du. In Zwillisau, zur Zeit des Christkindlmärkt, haben die Hühner bis am Rheine hinten gerade Weihnachten gehabt, weil der Salis ihnen 100 Kilo Brot gebracht hat. Er konnte es nämlich nicht mehr verkaufen, weil er vergessen hat, Salz drin zu tun. Gut, für die Hühner war es ja positiv, oder? Die haben zumindest mal etwas zu picken gehabt. Und weißt du was? Brot soll angeblich sehr gesund für die Augen sein. Woher weisst du jetzt das schon wieder? Hey. Hast du schon mal ein Huhn mit der Brille gesehen? Nein, natürlich nicht. Gutes Tricksli. Nein, ist gleich. Lassen wir das Thema. Aber ganz komisch reingeschaut. Wir haben ja letztes Jahr auch die Ringer vom RC Willisau vor dem Finalkampf von Bronzemedaille zu Ergiswil hinten, wo sie sind abwägen und gewartet haben, bis ihr Teamkollege, der Kirill Scheltanov, kommt. Ja, der ist aber leider nicht gekommen, gell? Weißt du, die heutige Technik in der Autowende, die ist so genial. Das Kästchen hier in der Mitte, oder das genannte Navi, oder kannst du eingeben, Hergiswil. Und kommt eine Stimme und dann bist du Hergiswil. Ja. Fast automatisch, der Tee. Nur schade, dass der Stadt auf der Ringermatte halt neben der Glasi zugestanden ist. Unser Hergiswil ist immer noch das am Napf und nicht das am See. Willisau hat ja den Ringkampf klar verloren. Aber etwas Positives hat es wenigstens gehabt. Der Ringer, der Shaden of Kirill, hat wenigstens das Gleiche machen wie die Hergiswiler Ringer. Die haben sich auch können, er hat sich auch den ganzen Nachmittag können mit Flaschen beschäftigen. Ja. Sorry, gell? Der Ringer war halt vielleicht für den RC Willisau ein Schnäppli gewesen. Vielleicht hat man ihn nur wegen dem engagiert, so eine Euro-Sonderaktion oder Happy Hour, 2 Vereine. Jedenfalls sind solche Rabattschlachten im Moment sehr im Trend. Schaut euch nur einmal an, die Leute, wie die an den Grenzen gehen, einkaufen. Hey, die gehen die Scharen dort raus und kommen das Doppelte über für ihr Geld. Das haben sie auch schon gemerkt, hier in der Stadt oben zu Willisau. Dort ist man auf den Geschmack gekommen und hat die Happy Hour-Mentalität total übernommen. Zu Willisau gibt es jetzt nämlich schon 2 für 1 Schocki. Hey, überlegen mal, das ist doch genau das Gegenteil. Die Variante, dass 2 Gemeinsarbeiter die Arbeit von einem machen, kostet uns doch Steuerzahler extrem viel mehr. Und der Schocki, auch der arbeitet ja gleich noch weiter, trotz Pensionierung. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Werkdienst plötzlich so viel mehr Arbeit hat, dass man jetzt 2 einstellen muss. Gerade bei dieser prekären Finanzlage, die die Stadt Willisau hat. Wenigstens ist das Budget in der letzten Gemeindeversammlung ohne grosse Probleme durchgegangen. Ja, wir munkeln, dass die Stadt wegen unserer Finanzlage so einen Dobermann im Gemeindehaus angeschafft hat. So ein Schöfrund wäre im Moment nicht gut gewesen für sein Image zu Willisau. Und so ein Dobermann, oder, der ist auch noch extrem gefährlich, oder? Man sagt, der soll auf die Finanzen schauen, oder? Der Name ist jedenfalls im Infoblatt von der Gemeinde gestanden. Nein, aber das ist nicht ein gefährlicher Hund, den du meinst. Das ist ein Topmann. Die Stadt hat einen angestellt, der Topmann heisst, als Ersatz für ein Stadtschreibersubstitut Reto Weibel. Und den Namen haben sie nur im Willisau-Info falsch geschrieben, Dobermann. Gut. Ein Dobermann hätte auch nicht können verhindern, dass jemand im Gemeindehaus oben in Gang geschissen hat. Wirklich? Das ist passiert? Ja, das hat sicher brutal gestunken und grusig ausgesehen. Ja, grusig ausgesehen hat schon, aber zur Beruhigung. Es hat nicht wie ein Merzenkegel ausgesehen. Hey, aber jetzt Entschuldigung mal. Stinkt jetzt hier auch gerade ein bisschen. Hast du jemanden gefurzt?
Nein, bitte, hey, sicher nicht. Ah, aber jetzt, was du sagst, jetzt schmecke ich es auch. Dami Jäse, das du. Da würden auch unsere Jodtabletten nichts mehr nützen, die die Post uns zugeschickt hat. Aber weißt du, an was erinnert mich der Gestank jetzt gerade? Letztes Jahr, nach dem Sprüchli oben in der ACW-Bar hinten, hat es genau auch so geschmeckt. Und nicht etwa vom Sommerhalter gegangen, wo der ganz oben mit Durchfall auf dem WC gehockt ist. Nein, vom Blinz mit seinem Duftspray, den er nicht mehr aus den Fingern geben konnte, dauernd in die WC-Kabine nie gespritzt hat. Also im Blinz hat es brutal gut gefallen, oder? Da hast du die ganz oben mit dem WC-Spray in der ganzen Bar rumgesäckelt. Und wenn man an dem oben in dem den Duftspray rausgenommen hat, weggenommen hat, der Blinz hätte rot gesehen. Ja, genau. Und die Leute hier beim Feuerwehrmagazin vor, die sehen jetzt gleich noch schwarz. Rot, schwarz, grün, blau oder weiß. Hey, heute gibt es ja fast alles in den unterschiedlichsten Farben. Nur etwas. Etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Nämlich schneeweiße Kreie und rabenschwarze Schnee. Das habe ich in meiner Lebtig noch gar nie gesehen. Schneeweisse Kreie und rabenschwarze Schnee. Das habe ich in meiner Lebtig noch gar nie gesehen. Ja, und grün und blau geärgert hat sich ganz sicher auch der Büchli Walti. Mensch, du, weil die Firma Hugi der Biskvios das 165-Jahre-Jubiläum konnte feiern und er war nicht mehr dabei gewesen. Nein, nicht wegen dem. Der Walti ist mit seinen Kollegen auf einem Ausflug in Jura. Und dort sind alle mit dem Velo unterwegs gewesen. Und wie man den Walti also kennt, ist es ihm natürlich zu langsam gegangen. Und dann hat er gesagt, er ging schon mal ein bisschen voraus. Und, ist er ja auch schneller am Ziel gewesen? Ja, wenn er jetzt das Auto dabei gehabt, dann wäre er ganz sicher schneller gewesen. Weißt du wieso? Nein, du hast keine Ahnung. Weil, weißt du, mit dem Auto hat er auf dieser Strasse, wo er gefahren ist, 120 fahren. Er ist nämlich statt auf dem Radweg plötzlich auf der Autobahn gesehen. Und böse Zungen behaupten ja, es hat es gar niemand gemerkt, wenn er nicht plötzlich noch so ganz kriminellen Lastwagen überholt hat. Sag mal, ist die ehemalige Dübali-Wirtin Meier Petra auch etwa auf dem Ausflug gewesen? Wieso, Mensch? Weil sie an der GV vom Gewerbeverein nicht anwesend war und man die GV fast hat müssen verschieben wegen dem. Ah, wegen dem, Mensch? Ja, das habe ich auch gehört. Aber nein, ob sie dabei war, weiss ich nicht. Aber die Willisorgewerber, die sind ja wirklich, die haben super Ideen, oder? Die haben natürlich die GV nicht verschoben, nur weil jetzt die Aktuarin fehlt. Und sie haben auch nicht die Aktuarin ersetzt und einfach einen Ersatz organisiert, der das Protokoll schreibt. Nein, sie haben gedacht, sie sind viel gescheiter. Sie engagieren jemanden, der die ganze GV auf Video aufzeichnet, machen ein Film, geben das, wenn Petra heimkommt, die Ehre, dass sie nach der Ferien das Protokoll schreibt. Nur zum Glück hat König Christoph den Film gedreht und nicht der Kostwerni vom Telenapf. Sie schwören den Gewerbler heute noch auf das Uhrenprotokoll warten. Mitzrin aufhören und Werbung kämen. Übrigens, hast du auf Telenapf, hast du schon mal auf Telenapf Werbung für das Bahnhöfli zu Gärtnau gesehen? Nein, Werbung muss auch der Freiwieso gar nicht machen. Weil Gärtnau ist so eine boomende Gemeinde. Die hat so viel Zuwachs, da muss er keine Werbung mehr machen. Zusammenarbeit mit dem Fausto vom La Strada, die funktioniert anscheinend sehr gut, oder? Ich habe gehört, dass der Wieso das Bahnhöfli für den Fausto führt. Ja, und das, obwohl er ihm früher einst in der ACW-Bar Kragen gegangen ist. Bekanntlich ziehen sich ja Gegensätze an. Die beiden sagen zwar das Gleiche, aber es tönt bei jedem komplett anders. So, wenn der Fausto so an den Tisch kommt, tönt das so ein bisschen «Bella Signori, la Successa del Giorno, la Pizzeria, Stracciatella, la Bellissima Bellissima!»
Ja, der Freiwieser sagt eigentlich das Gleiche, oder? Aber es klingt halt eigentlich ein bisschen anders. So, ihr Weiber, fressen doch am besten eine Bauernbratwurst mit Zwiebelsauce und Rösti, oder? Hey, zuerst habe ich den alten Hotdog vom letzten Hallenturnier. Oder Spaghetti Napoli vom Kölbi Mäntig. Hey, und Mutter, bestell jemanden, gell? Der Dortmund-Match fährt jetzt ja. Zum Glück befindet sich das Bahnhöfli am Bahnhof und nicht an einer Schiffslände. Weil wer weiss, was in diesem Haus denn alles passieren könnte. Ja genau, so Seeluft, das macht bekanntlich K.O. Hey, stell dir vor, so eine Sexaffäre wie das Zug würde hier in Willisau passieren. Das ist nämlich ein SVP-Politiker mit der Grünen. Also was, der Freirudi mit dem Müller-Rest in Affäre? Hey, bei dieser Affäre, los! Würde der Blind sein Freirud das Mikrofon nicht mehr abstellen, du? Weil, da möchten wir dann jedes Wort hören, was die zwei zusammen machen, oder? Wo wir gerade bei so Affären sind, muss ich dir jetzt auch noch gerade einen erzählen. Ein Arbeitskollege von mir, der ist letzte Woche wieder einmal ins Puff gegangen. Was, in die neue Post, Siriso? Hey, dort werden den ganzen Tag offensichtlich mehrere Nummerli geschoben. Nein. Nicht in den Gemischtwarenladen, sondern in ein richtiges Freudenhaus. Gut, der Dummkeib hätte ja Skilager können, aber er ist in ein richtiges Freudenhaus. Und er hat mir erzählt, dass es dort sogar muslimische Freier gehabt. Komm, erzähl doch nicht so einen hohen Schwachsinn. Die gehen ganz sicher nicht ins Puff. Was hat er mir gesagt? Er hat mir gesagt, er sei dort drinnen gewesen, in diesem Zimmer. Und die Wände seien nicht gut isoliert gewesen. Da hat man also alles gehört. Und dann hat er so ein leichtes Mädchen gehört sagen, komm rein, komm rein. Und dann kommt der Mann nebenzu, kann nicht, Islam. Was, hey, jetzt ist schon hure spät, du. Komm, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, die Arbeit fertig zu machen, da, wegen deinem Röhrli da. Spielt ja eh keine Rolle, ob der Umbau vom Sigristenhaus noch 20'000 Franken mehr kostet, oder? Weil bei dem Mietzins, den die verlangen, oder, ist der Bau eigentlich amortisiert, oder? Ja, und außerdem ist heute Montag. Und das ist ein Tag, wo in halb Europa die Pegida-Demonstrationen sind, oder? Weiss überhaupt jemand von euch da drinnen, was Pegida heisst? Hä? Am linken Fuß verrutscht, hä? Also Pegida heisst offiziell patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Aber für uns zwei heisst es perfekte Ehemänner gehen in den Ausgang. Genau, das machen wir jetzt. Weil unsere Demonstrationsbewegung stattfindet, können wir jeden Montag mit einem super Vorwand zusammen ein Bier trinken. Also, gehen wir noch eins nehmen, bevor die Demonstration zu Ende ist. Weil sonst merken die Frauen, was wir am Montag machen. Das ist eine gute Idee. Also, komm, wir machen fertig. Übrigens, fertig. Hey, jetzt kommt noch etwas zu Ende. Best Age Ladies wollen ja, glaube ich, aufhören nach dieser Fasnacht. Die wollen ja auch fertig machen. Ja, das habe ich wirklich auch schon gehört und das finde ich sehr schade. Aber jetzt muss man mal sagen, das Motto von diesem Jahr heisst doch hitzige Raketen und die Verkleidung, die sie haben. Also bei hitzige Raketen, da könnte ich ja auch so eine Raketen erwarten, oder? Aber dann kommen die so mit Staubwedeln auf dem Grind oben da. Also da kannst du vielleicht die Möhren gerade Konfetti rauswischen am Aschermittwoch, aber also. Und was die Zündhäuser sollen, das habe ich auch lange nicht gemerkt. Ich habe das Gefühl, die sind dazu da, um ihren vier Buben, die sie alle mitschleifen, so Feuer unter dem Viertel zu machen. Ja, vielleicht. Aber jetzt sag mal, was wollen die Best Age Ladies machen, wenn sie aufhören? Wenn sie etwa noch eine zweite Karriere beim Fernsehen starten? Oh nein, das ist bei denen nicht mehr möglich. Weil der Bachelor gibt ihnen eh keine Rose mehr. Zeit, um sich bei Germany's Next Top Model zu bewerben, ist auch abgelaufen. Ein Bond-Girl wird auch nicht gesucht.
und bei Bauerledig sucht, stehen zivilrechtliche Gründe im Weg. Ja, dann wird es natürlich schwierig, da sehe ich noch eine einzige Möglichkeit und das wäre der Bestatter. Hey, ich jedenfalls würde es extrem bedauern, wenn die nicht mehr, wenn die würden aufhören. Spielt doch keine Rolle, wie die auftreten. Die können ja aus Good Old Girls oder aus Omi Power oder ist ja gleich wie gehen. Sie müssen einfach den Namen in ihren neuen Gegebenheiten anpassen. Backstage Ladies gehören einfach zu der Willisauer Fasnacht dazu. Ja, genau wie der Tolusso-Hilmer zu den Wegener-Güsser. So, Amitzen, jetzt gehen wir da, definitiv unser Feierabendbier gut trinken. Ich habe nämlich Durst. Der Damo und der Maga sagen nochmal. Stopp! Warte, es kommt mir auch noch einer Sinn. Es kommt mir auch noch einer Sinn. Jetzt, wo ich unsere zwei Namen höre, wir sind ja zum Glück schon verheiratet. Da wissen wir wenigstens, was wir haben. Ja, die besten Ehefrauen. Genau. Und sie uns. Aber stell dir mal vor, Esther, im Hurschler-Mauri, also in deinem Chef, seine Frau, die weiss nicht genau, wer sie geheiratet hat. Ah, komm, die weiss sicher, wer sie geheiratet hat. Die sind echt zusammen auf dem Standesamt gewesen. Ja, das vielleicht schon. Hat sie es vielleicht ja auch noch gewusst. Aber nachher am Hochzeitsfest haben die gefeiert und nachher ist das Dessert gekommen. Da kommt die Hochzeitstorte rein, gell? Und auf dieser Hochzeitstorte steht dann nicht etwa Maurus und Esther. Ist dort drauf gestanden, Markus und Esther? Also, die ist total unsicher geworden. Hey, dann spielt doch keine Rolle, was auf dieser Torte geschrieben war. Hauptsache, sie sind glücklich und zufrieden. Und sie mussten nichts müssen drauf zahlen fürs Verschneiden. So, komm. Jetzt gehen wir definitiv. Es ist wirklich viel oben. Der Dano und der Maga. Sagen nochmal für euch einen Applaus. Merci vielmals. Bravo.